Rein in die Kapsel und auf zur Gehirnwäsche. Hier müssen Mörder den Mord und Vergewaltiger den Horror ihrer Tat selbst durchleben. Ein Wissenschaftler aus dem Jemen präsentiert auf Social Media ein neues Konzept für Gefängnisse der Zukunft. Mit Cognify sollen künstlich erzeugte Erinnerungen und Gefühle von Opfern ins Gehirn von Straftätern übertragen werden. Der Sinn hinter der schaurigen Idee ist einfach. So können jahrelange Haftstrafen auf Kosten der Steuerzahler in wenigen Minuten abgesessen werden. Dazu müsse nur im Vorfeld das Häftlingshirn genau gescannt werden, um die Regionen zu finden, die für Gedächtnis und logisches Denken verantwortlich sind. Danach würde eine Vielzahl mit künstlicher Intelligenz erzeugter Filme auf den Verbrecher einprasseln, also quasi Erinnerungen aus der Sicht des Opfers. Übrigens, der Wissenschaftler dieser Idee hat zwar Molekularbiologie studiert, verdient sein Geld aber mit Wissenschaftsvideos wie diesem auf Social Media. Die User sind trotzdem empört. Eine wahre Flut an Memes und Kommentaren. Von Gehirnwäsche über Matrix bis zur Hirnmanipulation bei Clockwork Orange ist alles dabei. Besonders gruselig, diese Art Gedächtnismanipulation ist technisch tatsächlich möglich und wurde vor Jahren schon an Versuchstieren erprobt. Das heißt aber noch lange nicht, dass dieses recht fragwürdige Gefängniskonzept der Zukunft jemals realisiert wird.